Kirschin Elfriede. Elfriede war eine sehr mutige kleine Kirschin. Hört ihr ihr Lied? Als sie noch mit allen anderen Kirschen am Baum hing und die Erntezeit kam, wollte sie auf gar keinen Fall gepflückt werden. Elfriede hatte andere Pläne. Sie wollte nach Australien auswandern. Flink sprang sie vom Baum und machte sich davon. Bei einem Abendspaziergang passierte es. Sie verliebte sich in den Mond, weil der auch rund war wie sie und dabei so schön groß und wunderbar glänzend. Der Mond hat auch sein eigenes Lied. Hört mal. Verschwand der Mond hinter einer Schäfchenwolke und war nicht mehr zu sehen. Wie schrecklich! Da hatte die Kirschin Elfriede eine Idee. Ganz laut rief sie die Wolke, damit die Wolke sie zum Mond bringt. Die Wolke hat natürlich auch eine eigene Melodie. Die Wolke hörte die Kirschin Elfriede, obwohl sie so weit weg war, und sie nahm sie ein Stückchen mit zum Mond, aber nur bis zu den Bergen. Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte von der Kirschin Elfriede weitergeht, dann kommt doch hier in die Inselkirche auf Norderney und schaut euch das Orgelmärchen an. Das ist ganz toll für Kinder ab 3 Jahren und ehemalige Kinder und dauert ungefähr 30 Minuten. Der Eintritt ist frei. Es ist ja für euch Kinder. Und wenn das wieder geht, wegen Corona meine ich, dann wäre es toll, wir würden alle gemeinsam hier auf der Orgelempore sitzen, ganz nah beieinander. Für die Termine schaut doch auf die Internetseite kirchenmusik-norderney.de/konzerte. Wir freuen uns auf euch. Tschüss!